In seinen Liedern besang er die Gewalt, den Hass auf Ausländer. Oliver Podjaski war Gitarrist der Rechtsrockband Hauptkampflinie, ein Star in der Welt der NPD und der militanten Kameradschaften. Heute betreibt er ein Tattoo-Studio, brach mit der Neonazi-Szene. Auf den Ausstieg, ja, das war natürlich zu erwarten, gab's halt den sogenannten Shitstorm im Internet und Drohanrufe und Beleidigungen am Telefon. Geholfen hat ihm dieser Mann, Bernd Wagner, Gründer der Initiative Exit Deutschland. 114 Nazi-Aussteiger hat Wagner allein in 2 Jahren betreut. 5-mal mehr als das Bundesamt für Verfassungsschutz. Trotzdem steht Exit vor dem Aus. Die staatliche Finanzierung endet. Das heißt Personalabbau, ganz konkret. Und heißt auch, dass wir Aussteigern sagen müssen, dass wir das Kontaktverhältnis beenden. Und wir können auch keine neuen mehr nehmen. Es passt nicht recht zusammen, was Wagner erzählt und was das Kabinett an diesem Morgen beschließt. Nein, die Bundesregierung will keinen eigenen NPD-Verbotsantrag. Aber ja, der Kampf gegen Neonazis sei wichtig. Warum hat Exit dann ein Problem? Und wenn Exit erfolgreich ist und ich höre, dass es so ist, dann wird es auch eine Möglichkeit geben, diese Arbeit fortzusetzen. Im Übrigen sind auch die Länder gefordert, im Übrigen ist die ganze Gesellschaft gefordert. Es ist nicht nur immer eine Frage von Geld. Ist es am Ende doch, meint Wagner, nicht nur für Exit, für viele Projekte gegen Extremismus. Die Politik lobe sie, zeichne sie aus, dann fehlten die Mittel. Zu besichtigen heute in der Bundespressekonferenz. Das Arbeitsministerium bedauert, die Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds liefen aus. Eine dauerhafte Finanzierung sei nicht möglich. Und der Regierungssprecher? Nun werden wir darüber nachdenken, wie wir diese erfolgreiche und anerkennenswerte Arbeit, die da gemacht wird, weiter betreiben können, wie das weiter betrieben werden kann. Höchste Zeit, findet Oliver Podjaski. In Internetforen kommentiert die militante Szene schon hämisch ein mögliches Aus von Exit. Dazu Drohungen gegen Aussteiger wie ihn. Das ist ja ein Anlaufpunkt für Aussteigewillige, ne? Wenn die aber keinen Anlaufpunkt haben, das wäre fatal, ne? Es ist, wie so oft, der Unterschied zwischen Reden und Handeln. Immerhin, nun prüft das Familienministerium, ob und wie es das Aussteigerprogramm fördern kann.